Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank. Nach den freudigen Worten, jetzt kann ich Sie eigentlich nur noch enttäuschen, glaube ich, mit allem, was ich jetzt sagen kann. Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, wann ich das letzte Mal programmiert habe, weil das ja gerade das Thema war. Ich glaube, im engeren Sinne war das vor über 20 Jahren mit einem Commodore 64 und der Programmiersprache BASIC. Ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen. Aber seitdem, Herr Oswald hat es ja gesagt, ich bin Arbeitsmarktforscher. Und in dem Sinne auch programmiere, als dass ich eben mit Arbeitsmarktdaten und großen Datensätzen arbeite und da eben sozusagen versuche, anhand von Daten Hypothesen zu testen, empirisch statistisch zu testen, unter anderem eben genau, wie gesagt, die Arbeitsmarkteffekte der Digitalisierung. Und es ist natürlich, glaube ich, eins der großen Themen, wenn es um Digitalisierung geht. Und Sie brauchen eigentlich ja bloß eine beliebige Zeitung aufschlagen oder den Fernseher einschalten. Und Sie werden früher oder später auf eben genau diese Dystopie irgendwie stoßen, dass wir sagen, naja, in 10, 15, 20 Jahren werden wir alle arbeitslos sein, weil ein Roboter, eine Maschine, ein Algorithmus, ein Computer unseren Job erledigen wird. Und gleich mal zu Beginn sollte man sagen, dass diese Vorhersage, diese Dystopie natürlich alles andere als neu ist. Sie sehen hier so den Spiegel in der Zeitreise von 2016 angefangen bis ins Jahr 1964 zurück. Und ich meine, das Design hat sich schon ziemlich verändert, nicht? Also der Roboter sieht heute anders aus, als er in den 60er Jahren war. Noch interessanter ist vielleicht die Art des Beschäftigten, der da rausgeschmissen wird. Das hat sich auch ziemlich geändert. Also 1964 sieht man ihn ein bisschen schlecht. 1978 ist es noch der klassische Bauarbeiter mit dem Helm. Und 2016 ist es dann bereits ein Anzugträger mit roter Krawatte, der dort angeblich rausgeschmissen wird. Das heißt, da ist eine Bewegung über die Zeit hinweg. Aber wenn Sie jetzt glauben, dass diese Debatte 1964 begonnen hat, dann ist es natürlich klar, das stimmt auch nicht. Herr Yogeshwar hat Queen Elizabeth schon genannt. Die habe ich normalerweise auch auf meinen Folien. Aber Das kann ich toppen. Die früheste mir bekannte Referenz, vielleicht der Startpunkt dieser ganzen Diskussion, und jetzt fragen, was Sie glauben, was da der Startpunkt ist, aber die früheste mir bekannte Referenz ist tatsächlich die hier. Aristoteles aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Und ich habe jetzt nicht viel Zeit, wo wir vielleicht nicht das ganze Zitat durchgehen, aber was er sagt, naja, wenn jedes Werkzeug auf Geheiß das ihm zukommende Werk verrichten könnte, bringt ein paar Beispiele, dann bedarf es weder für den Werkmeister der Gehilfen noch für den Herrn der Sklaven. Also man könnte sagen, Aristoteles war der Erste, der die Arbeitsmarktfolgen von künstlicher Intelligenz beschrieben hat. Und in dem Sinne ist die Diskussion über 2000 Jahre alt oder 2300 Jahre alt. Und auch heute äußern sich Philosophen zu genau demselben Thema. In einer dystopischen Art und Weise bisweilen. Die Digitalisierung wird eine Massenarbeitslosigkeit erzeugen, wie sie die Menschen oder die Bundesrepublik noch nicht gesehen hat. Jetzt ist das genau eins der Themen, mit denen ich mich intensiv beschäftigt habe. Aber als Arbeitsmarktforscher ist es nicht meine Aufgabe, praktisch zu spekulieren im ersten Sinne, was passieren könnte in der Zukunft, sondern zunächst erstmal zu schauen, was ist tatsächlich passiert in der Vergangenheit, und zwar in der jüngeren Vergangenheit, mit Technologien, die im Prinzip heute schon existieren und die man eben als digitale Technologien bezeichnen kann oder als Facette der Digitalisierung. Und da sind wir eben genau bei diesen Industrierobotern, die wir ja gerade auch auf den Spiegeltitelseiten gesehen haben. Also Sie sehen hier einige Beispiele von Industrierobotern, die natürlich vor allem im verarbeitenden Gewerbe eingesetzt werden. Ganz klassisches Beispiel in der Automobilindustrie. Die Beispiele kennen wir alle, aber nicht nur dort. Hier ist ein Roboter in einer Bäckerei. Hier ist er sozusagen bei der Glasindustrie. Und das Kennzeichen eines Roboters im Vergleich zu einer sozusagen herkömmlichen Maschine von früher ist, dass dieser Roboter eben in dem Sinne universell einsetzbar ist und eben nicht nur eine Sache kann, sondern potenziell ganz viele Sachen. Es ist in dem Sinne natürlich noch nicht künstliche Intelligenz, weil man dem Roboter genau sagen muss und einprogrammieren muss, was er tun soll. Aber er kann sehr viele Dinge tun und es bedarf dann keiner menschlichen Interaktion im Prinzip mehr. Und er kann in dem Sinne autonom produzieren. Und mit diesem Roboter, einer dieser Facette der Digitalisierung, sind natürlich genau auch diese Befürchtungen und Dystopien verbunden, die ja zum Beispiel auf den Spiegeltitelseiten zu sehen waren. Und jetzt kann man, und das ist für uns als Arbeitsmarktforscher eben der große Vorteil, tatsächlich
den Einsatz dieser Technologie konkret messen. Es gibt einen Datensatz der International Federation of Robotics. Das ist sozusagen der Branchenverband der Roboterhersteller, die Umfragen bei ihren Mitgliedern durchführen jedes Jahr, wie viel sie in welchem Land, in welcher Branche tatsächlich abgesetzt und verkauft haben. Und daraufhin wird quasi ein Datensatz zur Verfügung gestellt über den Robotereinsatz. Und diese Daten kann man zusammenbringen mit den wirklich sehr exzellenten deutschen Arbeitsmarktdaten, die es bei der Bundesagentur für Arbeit und dem dortigen Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gibt, um eben tatsächlich dann zu schauen, was waren tatsächlich die Arbeitsmarktauswirkungen dieser Technologie. Man kann Beschäftigte anhand dieses Datensatzes praktisch taggenau verfolgen. Man sieht genau anhand der Sozialversicherungsnummern, wer arbeitet wo, in welchem Beruf, für welche Firma, wie viel verdient er, und praktisch im Längsschnitt kann man sozusagen Erwerbskarrieren sehr genau nachvollziehen und dann eben die Roboter hinzuspielen. Und Deutschland ist dort eigentlich das interessanteste Land, was man sich anschauen kann in Bezug auf diese konkrete digitale Technologie. Denn anders als bei anderen Technologien ist bei Industrierobotik Deutschland tatsächlich führend. Sowohl bei der Herstellung als auch bei der Anwendung von Industrierobotern. Bei der Herstellung ist, sagen wir mal, Japan ist sozusagen noch so das Land, was da noch davor ist. Von den Top 20 Roboterherstellern kann man sagen, sind 10 Japaner und 5 deutsche Firmen. Aber auch bei der Anwendung, also dem konkreten Einsatz, ist Deutschland ganz vorne, was vor allem natürlich daran hängt, dass Deutschland einen sehr, sehr großen Industrieanteil einfach noch in der Beschäftigung hat. Und von daher ist Deutschland da wirklich eigentlich genau für Arbeitsmarktforscher das Laboratorium, wo man am besten quasi schaut, was waren denn nun die konkreten Effekte dieser digitalen Technologie auf dem Arbeitsmarkt. Und ich habe jetzt nicht viel Zeit, von daher breche ich es ganz kurz sozusagen runter. Und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich sage. Und als Rheinländer fange ich mit der guten Nachricht an. Diese Dystopien von Massenarbeitslosigkeit sind nicht zu sehen. Die existieren nicht in den Daten. Also es gibt keine Evidenz, dass praktisch diese Spiegelartikel, die ich Ihnen gezeigt habe, wenn es um Roboter im engeren Sinne geht, tatsächlich die Realität widerspiegeln. Was passiert ist, ist zunächst erstmal tatsächlich, dass Industriearbeitsplätze verschwunden sind, und zwar kausal wegen dieser Technologie. Nicht? Also wenn ich sage wegen Robotern, dann rede ich immer über kausale Effekte. Das ist ja so ein bisschen die Domäne von Ökonomen, dass wir mit unserer statistisch-ökonometrischen Maschinerie, die wir haben, tatsächlich versuchen, Ursache-Wirkungsbeziehungen zu identifizieren. Nicht? Also wenn ich sage durch Roboter, dann meine ich wirklich durch Roboter und nicht durch irgendetwas anderes, was zufällig auch passiert ist im gleichen Zeitraum. Und wir kommen zu dem Schluss, dass durch diese neue Technologie insgesamt 280.000 Industriearbeitsplätze verschwunden sind. Seit 1994 bis 2014. Damals gab es ungefähr 7 Millionen Vollzeitarbeitsplätze. 2014 sind es noch 5,8 Millionen, also insgesamt 1,2 Millionen Industriearbeitsplätze, die verschwunden sind. Und davon gehen wir davon aus, 280.000 davon, also ungefähr ein Viertel, ist auf tatsächlich diese Technologie zurückzuführen. Was sich ja erstmal im Prinzip nicht gut anhört, dass man sagt, ja, neue Technologie, Arbeitsplätze verschwinden. Aber der entscheidende Punkt ist, auf der individuellen Ebene, also auf der Ebene des einzelnen Beschäftigten, haben wir überhaupt keine Evidenz dafür gefunden, dass diese Technologie disruptive Effekte hatte, in dem Sinne, dass Leute arbeitslos geworden sind. Also wenn man schaut, auf der individuellen Ebene hatten jetzt Beschäftigte in Betrieben mit höherem Robotereinsatz ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko, dann ist die Antwort nein. Die Arbeitsplätze von Beschäftigten, da wo eben diese Technologien eingesetzt wurden, waren sicher. Wir haben gesehen in den Erwerbsbiografien, die Beschäftigten wurden umgeschult und umgesetzt. Das war ein ganz typisches Muster. Man sagt, naja, da ist jemand, der hat vielleicht gestern noch tatsächlich konkret am Band gearbeitet und durch den Roboter ist aus dem meinetwegen ein Logistikmanager oder Vertriebler geworden. Aber die Arbeitsplätze an sich waren sicher und insgesamt die Reduktion von den 280.000, das war Strukturwandel über Generationengrenzen hinweg. Also was passiert ist, dass die Beschäftigten gehalten und umgesetzt und umpositioniert wurden und dann, wenn sie sozusagen die Altersgrenze erreicht haben und in Ruhestand eingetreten sind, dann wurden die Jobs nicht nachbesetzt, sodass dann sozusagen peu à peu langsam die Industriearbeitsplätze durch die Roboter gesunken sind. Und die jungen Berufsanfänger, früher haben ungefähr 30% eines Jahrgangs ihre Karriere in der Industrie begonnen, heute sind es weniger.
Und zwar kausal wegen der Roboter. Viele der jungen Leute haben eben in dem Sinne ihre Karrieren sofort direkt im Dienstleistungssektor, typischerweise bei den unternehmensnahen Dienstleistungen begonnen. Sodass unterm Strich tatsächlich, was jetzt die Zahl der Arbeitsplätze angeht, eine Null steht. Also von Massenarbeitslosigkeit wegen Robotern ist einfach nichts zu sehen. Aber jetzt die schlechte Nachricht, auch wenn Arbeitsplätze sicher waren, bei den Löhnen, bei den Verdiensten, da hat man tatsächlich Effekte gesehen, die ich für problematisch bezeichnen würde. Bei Unternehmensproduktivität, Unternehmensgewinn haben wir enorm positive Effekte gesehen durch die Roboter. Bei den Durchschnittslöhnen keine Effekte. Also die Produktivität ist gestiegen, aber die Durchschnittslöhne nicht. Sodass jetzt sozusagen im Großen und Ganzen der Faktor Arbeit von dieser neuen Technologie nicht profitiert hat in den letzten 20 Jahren. Innerhalb der Gruppe der Beschäftigten gibt es aber Gewinner und Verlierer. Gewinner im Sinne von höhere Realeinkünfte und Reallöhne waren ganz klar die Hochqualifizierten. Mit hochqualifiziert meine ich mit Universitätsabschluss in technischen Berufen, in Managementberufen, in der Rechtsabteilung und so etwas. Wieder kausal, die haben wegen dieser Technologie, die die Unternehmen produktiver gemacht hat, mehr verdient. Das gilt aber leider nicht für die Beschäftigten mit so dem klassischen Profil des Facharbeiters mit abgeschlossener Berufsausbildung. Das sind 75% aller Beschäftigten in der Industrie. Da waren zwar die Arbeitsplätze sicher, aber wir haben Reallohneinbußen gesehen, kausal wegen der Robotik, also typischerweise Nominallohnsteigerungen unterhalb der Inflationsrate. Das heißt, wenn wir jetzt praktisch über die Herausforderung der Digitalisierung diskutieren, dann würde ich sagen, wir sollten nicht über diese Massenarbeitslosigkeitsszenarien sprechen, weil die einfach nicht der Realität entsprechen. Wir sollten diskutieren über die Lohn- und Einkommensverteilung. Weil die funktionale Einkommensverteilung, das ist der Schlüssel, gewonnen haben, in dem Sinne hat nicht der Faktor Arbeit im Großen, sondern der Faktor Kapital, also die Besitzer so gesehen, der Roboter oder der Unternehmen, die die Roboter einsetzen. Und das ist eigentlich die große Frage, über die wir diskutieren sollten, Lohn- und Einkommensverteilung. Jetzt werden Sie sagen, na gut, Roboter, das ist doch langweilig. Ich meine, Sie sind die Informatiker und wir haben es ja gerade von Herrn Yogeshwar so schön gehört. Das ist sicherlich eine Facette der Digitalisierung, aber natürlich nicht mehr die neueste. Ja, und wenn wir uns über Digitalisierung Gedanken machen, dann reden wir nicht über Roboter, sondern reden über künstliche Intelligenz, Big Data, Internet of Things und die ganzen Buzzwords, die kennen Sie besser als ich. Und natürlich ist jetzt so die Hypothese, ja gut, das mit der Massenarbeitslosigkeit hat nie gestimmt, ja, hat beim Stocking Frame damals im 16. Jahrhundert nicht gestimmt, hat bei der Dampfmaschine nicht gestimmt, hat beim Computer in den 80ern nicht gestimmt, hat bei den Industrierobotern nicht gestimmt, aber jetzt stimmt sie. Das ist aber natürlich ein typisches Argument, dieses Mal wird alles anders. Ja? Und man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass wir sind jetzt im Reich der Spekulation. Ja? Weder die Propheten, die quasi sagen, es wird eine Massenarbeitslosigkeit kommen, können das mit Sicherheit sagen, noch diejenigen, die sagen, es ist alles völlig unproblematisch. Auch ich kann es nicht sagen. Ich kann sehr sicher sagen, was gewesen ist in den letzten 20 Jahren. Aber was jetzt kommt in der Zukunft, wir haben alle nicht die Glaskugel zur Verfügung. Das World Economic Forum hat jetzt eine Unternehmensbefragung wieder sehr breit gemacht. Die sagen, nein, es wird auch praktisch jetzt nach Meinung von führenden globalen Unternehmen, die auch sagen, nein, es wird zu keiner Massenarbeitslosigkeit kommen. Aber es sind und bleiben Spekulationen. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass die ökonomischen Arbeitsmarktauswirkungen, das ist vielleicht auch meine Botschaft, dass die eben komplexer sind als bloß die direkten Verdrängungseffekte und Erstrundeneffekte, die typischerweise auch in den Medien sehr stark betont werden. Also da ist eine neue Technologie, da gibt es ein YouTube-Video, da sieht man, jetzt kann ein Roboter oder ein Algorithmus kann jetzt dies oder kann jenes. Also wir haben ja gerade die wunderschönen Beispiele gesehen mit der Musik, ja, wie ein Algorithmus jetzt praktisch Musikstücke komponieren kann. Und natürlich schwingt sofort die Befürchtung mit, ja, dann brauchen wir in 5 bis 10 Jahren keine Musiker mehr. Die werden alle arbeitslos. Nicht? Also dieser Verdrängungseffekt, dieser Erstrundeneffekt ist unheimlich plastisch und spielt einfach eine Riesenrolle. Aber, das hat natürlich schon immer so gegolten, bei den Robotern und auch bei der Dampfmaschine, diese direkten Verdrängungseffekte waren immer da. Aber es gibt Zweitrundeneffekte, es gibt ökonomische Anpassungseffekte, die praktisch erst danach einsetzen und die Massenarbeitslosigkeit bisher immer verhindert haben und die auch diesmal wieder wirken werden. Und ich habe jetzt vielleicht nicht die Zeit, im Detail durch alles durchzugehen,
Ich habe Ihnen hier mal nur so die wichtigsten aufgeschrieben, aber ich denke, da können wir vielleicht auch später darüber diskutieren. In Deutschland ganz speziell wichtig ist der große Gegenspieler der Digitalisierung, nämlich die Demografie. Die ist in Deutschland und in Japan natürlich viel, viel bedeutsamer und wichtiger als zum Beispiel in den USA. Hier ist so die Projektion der Erwerbsbevölkerung in den nächsten Jahrzehnten. Wir haben momentan ein Erwerbspersonenpotenzial von ungefähr 45 Millionen Menschen in Deutschland. Und wie das weitergeht, hängt natürlich von vielen Dingen ab, über die man jetzt auch noch nicht genau weiß, wie es sein wird. Insbesondere, wie geht es bei der Zuwanderung weiter? Wie entwickelt sich die Erwerbstätigkeit von Frauen? Wie geht es mit der Lebensarbeitszeit weiter? Aber selbst wenn man sagt, naja, wir gehen von höherer Erwerbsbeteiligung von Frauen aus, auch in Zukunft, und wir haben Zuwanderung in dem Maße, wie wir es typischerweise gehabt haben. Das reicht alles nicht aus. Deutschland ist eine schrumpfende Gesellschaft. Und so das konventionelle Szenario geht davon aus, dass die Erwerbsbevölkerung auf unter 40 Millionen sinken wird. Das heißt, da können Sie jetzt fragen, was verschwindet da jetzt eigentlich schneller? Die Jobs durch die Digitalisierung oder die Menschen, die dann jetzt noch die Jobs ausführen wollen. Und von daher ist es eigentlich auch kein Wunder, wenn Sie montags die Zeitung aufschlagen, nicht, dann lesen Sie über Massenarbeitslosigkeit durch Digitalisierung und am Dienstag steht in derselben Zeitung genau das Gegensätzliche, riesiger Fachkräftemangel und es werden im Jahr 2040 so und so viele Millionen Personen fehlen in allen möglichen Berufen. Das heißt also, so gesehen ist die Demografie sowas wie der Gegenspieler der Digitalisierung und es ist nicht klar, wer hier eigentlich gewinnt. Fakt ist aber, dass die Demografie viel besser zu prognostizieren ist als die Effekte der Digitalisierung. Denn die Menschen, die 2030 in den Arbeitsmarkt eintreten, die müssten heute schon geboren sein. Und von daher glaube ich, das ist so meine Botschaft, wir sollten nicht über diese Massenarbeitslosigkeit diskutieren. Die Effekte auf die Lohn- und Einkommensverteilung, das ist das wirklich Problematische. Und da kann es eben auch sein, dass die Effekte, die wir bereits bei den Robotern gesehen haben, dass die schlimmer werden durch die nächste Welle der Digitalisierung. Dass man sagt, naja, die Besitzer der Algorithmen, die Programmierer und so weiter, die werden sich vermutlich dumm und dusselig verdienen. Aber sind die Früchte, die da entstehen, werden die auch so breit gestreut, dass sozusagen der normale und der die normale Beschäftigte in der Breite daran mitverdient? Das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung. Und letzter Gedanke dazu, wenn Massenarbeitslosigkeit nicht das Problem ist. Das große Problem wird das sein, was Ökonomen als den sogenannten Mismatch bezeichnen. Dass an der einen Stelle im Arbeitsmarkt vermutlich dann auch tatsächlich Jobs verloren gehen. Also etwas, was wir bei den Robotern noch nicht gesehen haben, aber vielleicht wird es kommen, dass dort tatsächlich auch disruptive Szenarien kommen, dass Menschen tatsächlich ihren existierenden Arbeitsplatz verlieren. Dass an der anderen Stelle im Arbeitsmarkt händeringend nach Leuten gesucht wird, und dass die große Herausforderung darin besteht, die Menschen von der einen Seite zur anderen Seite des Arbeitsmarktes zu bekommen. Solange das über Generationengrenzen läuft, ist es relativ unproblematisch. Nicht? Also die junge Generation, die kann ja sehen, wohin sich der Arbeitsmarkt entwickelt. So wie in den 70ern kein Berufsanfänger mehr gesagt hat, ich werde Bergmann. So kann man natürlich quasi auch langfristig hoffen, dass über Generationengrenzen das quasi so funktioniert. Und man kann versuchen, das Bildungssystem daraufhin auszurichten. Und da gebe ich Herrn Yogeshwar sehr recht mit dem, was er gesagt hat. Aber problematisch sind natürlich die Fälle im Arbeitsmarkt. Und man sagt, ich habe einen Beruf und dann kommt dieses disruptive Szenario irgendwann mit Ende 30, Anfang 40, ja, wo man dann noch so und so viele Jahre im Arbeitsmarkt eigentlich zu sein hofft. Und dann steht man plötzlich auf der Straße. Wie gesagt, bislang haben wir es noch nicht gesehen, aber es könnte kommen. Und um diese Mismatch-Problematik, weil es wird Arbeitsplätze geben, nur an anderer Stelle. Und es geht eben jetzt darum, wie kriegen wir Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage zusammen. Und von daher, das ist auch meine letzte Folie, ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung, dieses Mismatch-Problem und die Rolle der Bildungspolitik und Wissensinfrastruktur. Also meine Kollegen, die Ökonomen Goldin und Katz, haben mal wirtschaftliche Entwicklung beschrieben als eine Art Wettlauf. Ein Wettlauf zwischen Technologie und Ausbildung. Und in den Zeiten der großen Bildungsexpansion in den 60ern und 70ern, wo die ganzen Universitäten gegründet wurden, da kann man sagen, da ist die Bildung quasi der damaligen Technologie davongelaufen. Aber heute ist, glaube ich, das Problem, dass es genau andersherum ist. Das heißt, was ich glaube, was wir brauchen, um dieses Mismatch-Problem in den Griff zu bekommen, ist eine wirklich nachhaltige Investition in die Wissensinfrastruktur und in die Bildung auf allen Ebenen. Und ich habe gesehen,
im Rahmen Ihrer Konferenz geht es ja genau auch um diese Themen und ich glaube, da sind Sie genau aufgestellt. Es gibt andere Vorschläge, von denen ich nichts halte, zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen, weil es einfach auf einer falschen Diagnose basiert. Eine Diagnose, die sagt, das Ende der Arbeit steht nahe. Ich glaube das nicht, deswegen halte ich das für eine falsche Idee, aber darüber können wir später diskutieren. Ich glaube, die zentrale Frage oder die zentrale Aussage, wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, die Effekte auf die Einkommens- und Vermögensverteilung, ist die zentrale Frage, who owns the robots? Also wer sind die Besitzer der neuen Technologien, die auch die wesentlichen Zugewinne haben? Und wie kriegen wir es hin, dass diese Zugewinne nicht nur in den Taschen von ganz wenigen landen, sondern möglichst breit gestreut werden? Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.